Nämlich mit Herrn Falk aus Hamburg. Wir können ja ihn schon mal freischalten. Herr Falk, Sie sind Vorstandsvorsitzender der Hamburger Hochbahn. Da geht es jetzt um Verkehr in einer Metropole, aber vielleicht können Sie ja auch den einen oder anderen Schlenker noch machen zu Stadt-Umland-Verkehren. Das ist ja sicherlich auch in Hamburg ein Riesenthema, wie man mit den Pendlermassen umgeht. Und Sie stellen uns aber jetzt mal ein etwas größeres Programm vor, nämlich das ganze Modellprojekt Reallabor Hamburg. Das ist quasi nochmal eine Übersicht, wie Mobilität der Zukunft in einer Metropole eigentlich aussehen kann. Wir wissen ja, nächstes Jahr ist in Hamburg der ITS-Weltkongress. Mit diesem Zieldatum werden eben ganz viele Projekte in Hamburg vorangetrieben und übrigens auch von der NPM, von der Nationalen Plattform Mobilität, ja flankiert und unterstützt. Und ja, wir sind gespannt, was da eigentlich in Hamburg gerade alles passiert und welche Rolle natürlich so ein großes öffentliches Verkehrsunternehmen wie die Hochbahn hier einnimmt. Vielleicht noch ein Hinweis für alle, die schon auf die Uhr gucken, ob wir noch knapp in der Zeit werden. Den Vortrag von Berlin, den schaffen wir leider nicht, beziehungsweise das hat wohl technische Gründe. Aber ich hatte ja schon gesagt, alle Vorträge und sicherlich auch das Video aus Mainz, was wir gerade gesehen haben, werden über die Narcomo-Plattform sowieso auch im Nachgang zur Verfügung gestellt. Jetzt übergebe ich erstmal an Herrn Falk. Herzlich willkommen und Sie haben das Wort. Ja, super, vielen Dank. Jetzt müsste nur jemand die Charts einspielen, dann wäre alles super. Wie läuft das? Jetzt kommt's. Genau. Ich kann im Prinzip nahtlos an meine Vorrednerin hier so ein bisschen anschließen. Wir haben ja eine Menge Einzelprojekte, auch hier in der Region. Ich glaube, das ist ja das Thema in ganz Deutschland, ehrlicherweise. Und was wir uns hier in Hamburg zum Ziel gesetzt haben, das will ich nochmal mit zwei Charts darstellen, die natürlich so ein bisschen zeigen, welchen Spirit hier Hamburg und auch die Metropolregion, die eine ganz große Rolle spielt, weil natürlich auch hier die Einpendler etc. das entscheidende Thema sind. Keine Mobilitätswende wird funktionieren, ohne dass wir da Lösungen finden und gleichzeitig aber eine Schrittfolge zu finden, um jetzt hier Schritt für Schritt in einer koordinierten Vorgehensweise in dem Dreieck zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft, wo ich jetzt auch die öffentlichen Unternehmen mit reinnehmen würde. Das ist die spannende Thematik. So, wir haben hier in Hamburg ja den ITS-Weltkongress, das haben Sie gerade benannt. Ich habe ihn hier nochmal aufgenommen, weil er so ein bisschen synonym dafür ist, was sich hier Hamburg vorgenommen hat in den nächsten 10 Jahren, wir eigentlich auch schon mitten im Rennen sind. Hier steht 100+, das heißt, wir haben im Rahmen des ITS-Weltkongresses alle mit der Zielstellung, dass sie bis Ende des nächsten Jahres. Im Oktober ist der ITS-Weltkongress, sind aktuell 170 Projekte parallel am Laufen. Und das umfasst sowohl, wenn ich das von eben nehme, einen autonomen Shuttle in der Hafen City, wo wir mit im Konsortium sind, als Hochbahn auch selbst, bis hin zu der Digitalisierung der Ampeln und Sensorikausstattung und Hintergrundsystemen. Also eine ganz große Vielfalt, auch Logistikprojekte mit drin. Also das umfasst eigentlich alle Themenbereiche der Mobilität. Wir als Hochbahn, um das auch gleich zu nehmen, spielen hier insofern auch nochmal eine besondere Rolle, als dass sowas natürlich über einen PMO, also ein Projektmanagement Office, stadtweit koordiniert werden muss und einer stadtweiten Koordinierung bedarf. Dieses Projektmanagement Office liegt bei der Hochbahn und wir machen das federführend für die Stadt. Und ich glaube, da alle, die mit PMOs zu tun hatten, wissen, dass das das entscheidende Thema ist, zu sagen, wie bekommen wir eigentlich eine Transparenz über alle Projekte? Wie bekommen wir die Grenzen zwischen den einzelnen Institutionen, Behörden, Unternehmen so weit runtergebrochen, dass wir wirklich von gemeinsamen Projekten und auch Digitalisierungsvorhaben sprechen können? Also das sind ganz spannende Erfahrungen, die wir da machen. Und das ist so ein bisschen auch die Rolle, die wir als Hochbahn hier zentral spielen. Nächstes Chart, bitte. Dass wir nicht ganz unerfolgreich sind mit dem, was wir tun, haben wir uns nochmal bestätigt gefühlt. Es ist ja vor kurzem von der Bitkom nochmal die übliche jährliche Messung rausgekommen. Und jetzt will ich das nicht überbewerten, weil ich glaube nicht daran, dass wir schon 96,8% im Sinne der Mobilität der smartesten Stadt hier erreicht haben. Das ist nicht mein Ansatz, sondern ich will nur zeigen, dass solche Dinge auch in dem Rahmen der nationalen Plattform, auf die ich gleich komme, sitzt ja auch die Geschäftsführung der Bitkom etc. mit drin, dass
es hier also auch wichtig ist, und das motiviert natürlich Städte, das haben wir aus Mainz gerade auch gesehen, dann auch eine entsprechende Response zu kriegen und sich dann aber auch messen zu lassen, weil es am Ende natürlich nicht nur um regionale Themen, sondern auch um eine deutschlandweite und auch europaweite Vernetzung am Ende geht. Da würde ich gleich nochmal drauf kommen, aber das ist etwas, was Hamburg hier mindestens mal die nächsten 10 Jahre Schritt für Schritt mit einer großen Radikalität vorantreiben möchte und auch ganz stark, das zeichnet Hamburg aus, muss man sagen, mit einem wirtschaftlichen Impact natürlich, weil das Thema der Mobilität auch als ganz großer Treiber für den Wirtschaftsstandort Hamburg, der auch nicht unumstritten ist. Hafenthematiken spielen hier eine Rolle, Transportthematiken, Logistikthematiken, wo Hamburg sehr, sehr gut ist, aber wo man natürlich ständig auch sich weltweit beweisen muss. Also insofern auch das ein ganz ernsthafter Ansatz. Nächstes Chart bitte. Das Reallabor, das haben Sie ist gerade schon oder angesprochen worden, hier nochmal Folgendes zum Hintergrund. Es gibt ja die nationale Plattform Neue Mobilität mit 6 AGs. Ich selber bin für Hamburg in der AG3, die sich mit der Digitalisierung der Mobilität beschäftigt. Hier sind über Telekom, Deutsche Bahn, Mercedes, BMW, Volkswagen, Continental, also eine ganze und neue, die Startups sind sie ja schon lange nicht mehr, die ganzen neuen Mobilitätsformen, alle im Wesentlichen auf Geschäftsführungsebene vertreten. Geführt wird die AG von dem Entwicklungsvorstand von BMW. Ich erwähne das deswegen immer, weil das auch so ein bisschen den Spirit ausmacht, dass da, nachdem wir uns dann in der AG3 am Anfang alle mal ihre Rollen so ein bisschen finden mussten und zur Seite legen auch, dann so ein gemeinsamer Spirit sich entwickelt hat, zu sagen, wir hätten aus dieser nationalen Plattform heraus, die ja eher dafür da ist, über schriftliche Statements, über die klassischen Formate, Dinge an die Bundesregierung weiterzugeben, dass da eine große Lust entstanden ist, zu sagen, wir würden eigentlich gerne mal was Praktisches machen und jetzt nicht nur einen Bericht nach dem anderen schreiben. Ich übertreibe mal ein bisschen, will damit nicht despektierlich über Berichte reden, aber was dann daraus wird, weiß man ja mal nicht so. Und der Gedanke ist letztes Jahr im Herbst entstanden. Dann ging es relativ schnell. Dann gab es ein Verfahren, um zu schauen, wo macht das ganze Thema Sinn. ITS hat hier eine Rolle gespielt, weil wir in Hamburg natürlich viele Strukturen hatten und haben, auf die man aufsetzen kann. Dann hat man sich entschieden, das Reallabor in Hamburg zu machen. Die Hochbahn selber ist hier Konsortialführer. Wir haben hier 32 Partner aus der Wirtschaft bei. Und das sind jetzt Projekte, die parallel nochmal auf die Projekte zum ITS on top kommen, weil der ITS selber, muss man dazu wissen, auch eine Bewerbung der Bundesregierung war und Austragungsort ist in Hamburg. Und bei der nationalen Plattform ist ja dasselbe Thema zu sagen, wir machen hier zwar ein Reallabor in Hamburg, aber es geht darum, ja hier Erkenntnisse dann auch zu teilen und zu sammeln, die der gesamten Bundesrepublik zur Verfügung gestellt werden sollen. Und der Antrag ist dann im Oktober relativ schnell, inklusive Bundesministerium, was mitgearbeitet hat, alle, die damit zu tun haben, wissen das zu schätzen. Ich glaube, bis Januar geschrieben worden, zusammengetragen worden, im März beschieden worden und wir sind jetzt also schon im operativen Doing, weil alle Projekte, die ich Ihnen gleich kurz nochmal zeige, nächstes Jahr zum ITS im Oktober auch fertig sein sollen. Inklusive der Auswertung dessen, um dann eben dort gemeinsam Honig draus zu sorgen, weil wir dann in Summe irgendwas an die 200 Projekte hier in Hamburg haben. Und jetzt bitte nächstes Chart. Jetzt gehe ich kurz durch die Projekte und erkläre Ihnen dann, wo eigentlich der Mehrwert auch besteht. Wir haben hier jedes Projekt für sich selbst. Also wir haben hier eine Mobilitätsplattform, um die es geht. Hier auch nochmal genannt, Mobilitätsplattform ist auch eines meiner Lieblingsthemen. Da reden ganz viele drüber. Auch da, das ist ein bisschen wie mit autonomem Fahren, habe ich immer den Eindruck. Wenn man in diesen ganzen Diskussionsrunden sitzt, denkt man, ist eigentlich alles schon klar, alles ist durch, man muss es nur noch tun. Am Ende stellt man natürlich fest, dass bis hin zu den Businessmodellen, die dahinter liegen, bis hin zu der Fragestellung, warum sich verschiedenste Partner gar nicht tiefen integrieren lassen wollen in Mobilitätsplattformen, da ganz entscheidende Fragen noch ungeklärt sind, die wir hier versuchen, da sind wir ja nicht die Einzigen, aber auch im Sinne von einem Modellversuch mal anzugehen, um das eben auch als Erfahrungswerte in die Bundesregierung dann reinzuspielen, um dann auch bei der nationalen und internationalen Vernetzung dort einen Schritt weiterzukommen. Dann gibt es Themen, Teilprojekt 2 ist Dateninteraktion. Das ist genau dieses Thema, wo Yelby aus Berlin und wir mit HV4Switch in Hamburg über eine Plattform darüber versuchen wollen, zwei Städte mal zusammenzubringen. Dann Mobilitätsbudget, ganz entscheidendes Thema.
wie kann das eigentlich funktionieren? Wir haben hier verschiedenste Arbeitgeber, werden hier bis zu 500 Personen haben, die dann Mobilitätsbudgets mal ausprobieren. Wie muss man das steuerlich behandeln, um im Prinzip den Dienstwagen da vorne ad absurdum zu führen und über Mobilitätsbudgets mit den Arbeitgebern dahinter die Leute zu neuer Mobilität zu führen? Autonomes Fahren, das ist ein Thema, was sich tatsächlich nicht in der Innenstadt, sondern am Rande ganz bewusst abspielt, um eben gerade in den Bereichen, da wo sonst die Geschäftsmodelle nicht funktionieren, wo man nicht so hinschaut, auch diese Themen zu erproben und zu sagen, was kann dort wie Sinn machen. Das ist also ein Parallelprojekt auch zu dem Projekt hier in der Hafen City. Nächstes Chart bitte. Dann haben wir On-Demand-Shuttle ganz bewusst auch am außerhalb Hamburgs, also in der Metropolregion, um selbes Thema wie eben mit dem autonomen Fahren, um hier Shuttle. Wir haben ja hier in Hamburg Ioki und Moja, die dort unterwegs sind, um eben genau zu schauen, wie kann sowas eben als Zubringer in Regionen, die eben nicht innerstädtisch sind, funktionieren. Wie können überhaupt Businessmodelle entstehen, um da auch Schritt für Schritt zu den Erkenntnissen zu kommen, weil wir ja alle wissen und nicht nur fühlen, sondern es inzwischen auch klar haben in Zahlen, Daten, Fakten, dass die große Herausforderung fernab der Entwicklung dieser Systeme auch die sein wird, wie bekomme ich die Systeme eigentlich dahin, wo ich sie verkehrlich am meisten brauche. Also auch hier voranzugehen. Dann Warenmobilität, Mikrodepot, auch nichts Neues. Aber hier auch tatsächlich den Ansatz mit einer White-Label-Thematik mal die Player, die bisher überhaupt nicht kooperieren am Markt, DHL, Hermes, wie sie alle heißen, über innerstädtische Logistik-Hubs mal zusammenzubringen, damit wenigstens die Auslieferung vernünftig funktioniert und damit auch Verkehr entlastet wird. Dann noch ein Thema zur Verkehrsinfrastruktur. Ich beeile mich gerade ein bisschen und auch so Themen wie ein digitales Andreaskreuz über BMW, was dann dazu führen wird, dass das, was hier erprobt wird, relativ schnell in allen Fahrzeugen dann auch wohl softwaremäßig eingespielt wird. So, jetzt nächstes Chart, das ist auch das letzte, dann bin ich durch. Warum machen wir das eigentlich alles? Fernab der Einzelprojekte ist hier die ganz entscheidende Ebene und das ist auch das, weshalb die Bundesregierung das für sehr, sehr förderwürdig erachtet hat, hier mit dem DLR zusammen und anderen auch ein Modell zu entwickeln, um sowohl aus ITS-Projekten als auch aus Reallabor-Projekten die Erfahrung, die positiv, negativ, Bürgerbeteiligungsthemen laufen parallel, aber auch harte Messungen in Zahlen, Daten, Fakten mal so zusammenzuspielen, dass wir in der Lage sind, für die Metropolregion Hamburg und alles, was da rumliegt, Schritt für Schritt diese Erkenntnisse dann mal zu sammeln und dann auch in dem Modell zu simulieren, um Erkenntnisse daraus zu gewinnen, zu sagen, welche Dinge funktionieren dann jetzt, welche Dinge müssen weiter ausgebaut werden, wo fehlen uns auch noch Daten, wie müssen eigentlich solche Systeme nach vorne aussehen im Zusammenspiel, um dann wirklich das große Ziel Mobilitätswende hinzubekommen. Also hier der starke Fokus gar nicht so sehr auf den einzelnen Projekten, sondern auf dem Zusammenspiel dieser Projekten und dafür auch Modelle zu entwickeln, um dann wirklich gesamthaft dort zu Erkenntnissen zu kommen und das Ideale da auch nach 21 in weiteren Modellversuchen. Deswegen Hamburg auch als Modellregion hier Schritt für Schritt das dann zu scheren und mit anderen zu teilen, damit andere nicht dieselben Fehler machen, aber genauso bei anderen versuchen wir dann auch von anderen lernen. Das ist das, was die Bundesregierung interessiert und da sind wir gerade mitten im Rennen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Falk. Das war, glaube ich, nochmal ein Rundumschlag, eine gute Übersicht, dass es viele Anknüpfungspunkte gibt und vor allem viele Motivationen, fand ich sehr interessant für solche Mobilitätsprojekte. Also einmal natürlich Verkehrswende und den ÖPNV verbessern und so weiter und so weiter. Aber eben auch, dass so ein Reallabor natürlich auch für Wirtschaft und Forschung am Standort ideal ist, um sozusagen eben nochmal da eine gewisse Wirtschaftsförderung zu betreiben. Die NPM angesprochen, die kommunalen Spitzenverbände schreiben da auch fleißig mit und wir produzieren tatsächlich eine ganze Menge Papier. Aber eben so ein Reallabor ist dann doch nochmal was anderes, weil wir da eben nicht nur drüber reden, sondern nicht machen. Ich fände es schön, wenn wir noch ein zweites Reallabor haben, was ein bisschen auf die Stadt-Umland-Thematik konzentriert. Ich weiß, ob wir da vielleicht noch ein Wort zu verlieren können, inwieweit auch das Umland in dieses Reallabor Hamburg eingebunden wird. Und dann hätte ich gerne noch die Frage, Sie waren ja auch lange bei der BVG, Falk, weil Sie auch den Austausch angesprochen haben, wie läuft denn der so zwischen den Städten oder auch den Kommunen, die eben jetzt zum Beispiel im Bereich automatisiertes Fahren an diesen Projekten teilnehmen? Vielleicht können Sie da noch ein paar Worte dazu verlieren.
Also zum ersten Thema, ich habe ja versucht, bei den Punkten, wo wir Anknüpfungspunkte haben, darzustellen, dass es hier ganz bewusst nicht nur um die Stadt Hamburg geht, sondern auch um die Metropolregion ringsherum. Also deswegen diese Themen On-Demand-Shuttle zum Beispiel mal in einer Region zu testen, wo sie sonst mit diesen Shuttles gar nicht hinkommen. Um eben ganz bewusst auch diesen Bogen, das ist ja nur ein Anfang, auch bei den ITS-Themen größer zu spannen und die Metropolregion mit reinzunehmen. Nichtsdestotrotz habe ich bei dem ganzen Thema immer den Eindruck, deswegen sage ich das ganz bewusst, die große Innovation, ich weiß, das klingt immer hart, aber vielleicht muss man auch ein bisschen pointieren mal, kommt ja auch von den Geschäftsmodellen aus den Metropolen heraus. So, deswegen ist, war uns wichtig, jetzt nicht immer gleich alles machen zu wollen, sondern zu sagen, lass uns jetzt in der Stadt Hamburg überhaupt mit den ganzen Themen vorankommen. Das hat automatisch auch eine Wirkung auf die Metropolregion und dann in den nächsten Jahren uns Schritt für Schritt voranzuarbeiten, auch was das Innovationsthema angeht. Weil, also Stichwort On-Demand-Verkehr etc., das ist schön, dass wir alle darüber reden. Die Frage ist, wie geben wir diesen Unternehmen auch eine Perspektive, die ja schon im Innenstadtbereich sich gerade schwer tun, kein Geld verdienen und nicht wissen, wie die Zukunft wird. Alle sagen, ihr müsst aber an den Rand, da verdienen die aber im Ist mit dem Modell gerade noch weniger Geld. Und Plattformen dafür, um das Ganze fruchtbar zu machen, haben wir auch nicht. Und die Städte haben keine Idee, wie sie das eigentlich dahin bringen. So, und das sind alles so Themen, die wir natürlich jetzt unter anderem mit dem Reallabor, aber auch nach vorne, auch als Hochbahn habe ich da ein großes Interesse, weil die Mobilitätswende werde ich nicht mit dem ÖPNV alleine schaffen. Bei dem Thema Austausch ist es so, dass wir gerade über das Reallabor auch merken, dass da ein ganz, das natürlich auch ein Vernetzungstreiber ist. Deswegen sind auch diese Veranstaltungen, glaube ich, hier sehr wichtig und sinnvoll, dass man merkt und austauscht, wer macht eigentlich wo was, wie sind die Erfahrungen. Deswegen kann ich das, was gerade zum autonomen Fahren gesagt wurde, eins zu eins bestätigen, im herausfordernden wie im positiven Sinne. Aber sicherlich ist da noch Luft nach oben, weil man klar sagen muss, momentan ist das, glaube ich, in Ordnung, weil viele Dinge noch gar nicht klar sind und überall Dinge versucht werden. Nach vorne muss man umso mehr schauen, dass wir nicht alle dasselbe versuchen, sondern dann auch gerade diese Erkenntnisse zu scheren und zu sagen, wenn das da jetzt gemacht wurde, warum soll ein Shuttle hier bei uns anders laufen? Da muss ich nicht dasselbe nochmal tun, sondern muss versuchen, dann in eine nächste Evolutionsstufe zu kommen. Da geht, glaube ich, auch im Organisieren und im Operationalisieren noch einiges, weil es doch stark persönlichkeitsgetrieben ist, zu sagen, kennt man sich nicht. Aber über die nationale Plattform habe ich auch den Eindruck, dass auch die Projekt- und Arbeitsebenen sich viel, viel stärker vernetzen. Und das ist ja immer viel, viel schöner, wenn man da eigentlich von oben gar nichts tun muss, sondern wenn die Leute, die auch wissen, worum es geht, miteinander reden, dann passiert das, geht das oft einfacher. Also insofern, glaube ich, ist auch das ein starker Vernetzungstreiber an der Stelle. Also gut, finde ich auch den Hinweis, dass eben auch die Vernetzung vor Ort, also in Hamburg oder Berlin stelle ich mir das deutlich schwieriger vor als in kleineren Städten, weil man sich dann eben nicht automatisch kennt zwischen Senatsverwaltungen etc. oder größeren Behörden. Von daher ist das tatsächlich auch da die Aufgabe dann eben von den Managern solcher Projekte, Sie hatten ja auch das Projektmanagementbüro angesprochen, eben die Leute überhaupt vor Ort zueinander zu bringen. Finde ich total spannend und wichtig. Und ich würde jetzt versuchen, zum Abschluss nochmal Richtung automatisiertes, autonomes Fahren zu kommen. Falk, vielleicht können Sie ja nochmal was erzählen, wie weit sich die Hochbahn da eigentlich vorbereitet. Vielleicht einmal zu dieser Frage dieser Leitstelle, wo dann vielleicht irgendwann jemand sitzt, der Fahrzeuge steuert, die dann im Straßenverkehr fahren. Oder ist vielleicht eher das Thema Schiene, automatisiertes Fahren auf der Schiene? Wir haben ja auch sozusagen auch die U-Bahn in Hamburg. Ist das nicht noch viel interessanter und einfacher? Ich meine, Nürnberg hat schon eine autonome U-Bahn und Hamburg hat auch U-Bahn-Verkehr. Vielleicht gibt es ja in Hamburg ja irgendwann auch mal doch noch eine Stadtbahn, wo ja sozusagen auf festen Strecken natürlich dieses ganze Thema automatisiertes, autonomes Fahren noch leichter umzusetzen wäre. Ist das was die Hochbahn beschäftigt? Also ich fliege noch mal eine Etage höher ein. Das Entscheidende ist, glaube ich, was ich gerade in den Städten links und rechts sehe und was wir versuchen, in Hamburg auch voranzutreiben, ist ja zunächst mal die Frage, warum mache ich eigentlich eine Mobilitätswende? So. Und eine Mobilitätswende mache ich ja vor allen Dingen aus den Gründen, die aus der Verhinderung des Klimawandels zu tun haben und aus diesen Thematiken so. Wir haben uns, wenn man das hat mal strategisch und die Stadt sich darauf committet, ich sage das deswegen, weil man sonst aus diesen Einzelthemen immer nicht so richtig rauskommt. Dann ist hier in Hamburg die Logik gewesen, dass man sich darauf committed hat und gesagt hat, okay, wenn ich dann den Zeitraum bis 2030 auch ernst nehme, wo ich hier große Klimaziele habe, dann muss ich mich ja fragen, fernab aller großen Pläne, was können wir denn wirklich bis 2030 erreichen? Und dann bin ich, deswegen arbeite ich mich jetzt zum autonomen Fahren vor, sind zwei Erkenntnisse ganz wesentlich. Das erste ist natürlich, wenn ich auf den klassischen ÖPNV komme, ich muss
fernab von allen Digitalisierungsthemen, natürlich auch radikal das Ist-Angebot ausbauen. Eine neue U-Bahn-Strecke bekomme ich bis 2030. Das machen wir ja auch gerade, dass wir eine neue U5 bauen. Die wird voll automatisiert sein. Die wird 90-Sekunden-Takte fahren können. Die wird aber erst Mitte 2030 fertig. Und das ist schon schnell für die Verhältnisse. Die wird eine Länge von 34 Kilometern haben. So, die hilft mir bis 2030 gar nicht. Das heißt, was kann ich da machen? Es geht natürlich um Teilautomatisierung von den Bestandsstrecken. Dann sind wir genau in dem Thema. Um dort einfach eine höhere Frequenz hinzubekommen und um mehr Kapazität zur Verfügung zu stellen. Und das Mittel der Wahl, um, wenn ich jetzt nicht auf der Schiene bin, da voranzukommen, ist der ganz klassische Bus. Der muss natürlich emissionsfrei sein. Aber wenn wir ehrlich sind, dann hilft mir weder eine Straßenbahn, U-Bahn, S-Bahn, Neustrecken, sondern das entscheidende Thema ist, wenn ich wirklich 2030 ernst nehme, und das machen wir hier, dass ich den Bus natürlich ausbauen muss. Und dann sind darüber wieder Emissionsfreiheit ist für uns gesetzt. Natürlich Themen in der Vernetzung mit On-Demand etc. Das sind ja alles nur Gefäßgrößen am Ende. Ganz spannend, um zu sagen, wie kommen wir dort voran, um dieses Ziel zu erreichen. Und beim autonomen Fahren, deswegen sind wir in dieses Projekt, unser Hauptprojekt ist ja dieses HEAT-Projekt in der Hafen City, wo wir auch mit Konsortialführer sind. Ich bin damals vor 3 Jahren da deswegen aktiv reingegangen, weil mich natürlich als Hochbahnchef, wenn ich das mal so sagen darf, 2 Dinge daran interessiert. Dann erstens, wie weit ist die Technik wirklich? Weil das ist auch so, darüber reden immer ganz viel. Und ich habe so den Eindruck, wenn man so liest und hört und dann denkt, das war nämlich damals auch der Fall, irgendwie nächstes Jahr geht's los. Alle, die damit zu tun haben, wissen, das wird noch ein Weilchen dauern. Ich glaube da auch dran, aber es wird noch ein Weilchen dauern. Und es ist bis 2030, kenne ich gerade keinen, der sagt, bis dahin werden wir große autonome Flotten unterwegs haben in Innenstädten. Und zwar egal, ob sie aus Amerika oder aus Deutschland oder aus China kommen. Und wenn ich das weiß, dann weiß ich, dass mich bis 2030 eigentlich der analoge Bus interessieren muss. Und gleichzeitig ist es so, dass natürlich, wir sind hier ein Unternehmen von 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Großteil Busfahrerinnen und Busfahrer. Ich habe ja auch noch so ein Führungsthema, dem muss ich ja irgendwie auch erklären, wie es weitergeht, weil die haben in ihrem Leben auf alles gewartet, aber nicht auf autonomes Fahren. Und das ist für mich deswegen auch ein Führungsthema, zu wissen, okay, wo steht man, wann muss man eigentlich anfangen, welche Linien zu ziehen. Und ich habe über das HEAT-Projekt, fernab von ganz spannenden technischen Themen, vor allen Dingen gelernt, dass ich jetzt kurzfristig da noch keine Linien ziehen muss, weil es erstmal darum geht, Leute einzustellen und den analogen Bus nach oben zu fahren. Und auf der Ebene arbeiten wir uns hier vor. Das mag in 3, 4 Jahren wieder anders aussehen. Wie gesagt, ich versuche das auch stark zu treiben, weil ich auch große Chancen darin sehe. Aber das war jetzt erstmal eine ganz spannende Erkenntnis der letzten 3 Jahre. Ja, ich danke, Herr Falk, nochmal für die Einschätzung. Ich würde abschließen, Silke, oder möchtest du noch eingrätschen? Okay, dann kommen wir nämlich zum Ende. Ich glaube, das Thema wird uns ja noch einige Jahre beschäftigen. Automatisiertes Fahren, insbesondere autonomes Fahren, bis wir da zu einem Regelbetrieb kommen. Und ich glaube auch, die Rolle der Kommunen, die wird da noch intensiv diskutiert werden. Die wird ja im Moment zum Beispiel gerade sehr intensiv diskutiert, auch gestern wieder im Bereich der Ladeinfrastruktur und welche Rolle eine Kommune bei solchen Technologien und eben bei dieser Mobilitätswende. Und ich glaube, das würden wir eben auch bei dem Thema automatisiertes Fahren noch erleben. Wir sind am Ende der Session angelangt. Ich sehe aber oben, dass unser Teilnehmer-Counter irgendwie nicht schrumpft, obwohl wir gnadenlos überziehen, sondern zwischenzeitlich sind dann sogar noch ein paar Leute dazugekommen. Und ich möchte nochmal auf den Chat verweisen, weil da sind super viele Links zu anderen spannenden Projekten jetzt auch von den Teilnehmenden zur Verfügung gestellt worden. Von daher schauen Sie sich ruhig nochmal an, was da so geschrieben wurde. Und ja, abschließend ganz besonderer Dank an die Referentinnen und den Referenten, Frau Stargardt, Frau Winchieringer, Herr Falk, ich denke, wir hören vielleicht auch im nächsten Jahr wieder ein Update, dann hoffentlich auch wieder mit Berlin, die eben auch schon sehr viel Erfahrung mit autonomen oder automatisierten Fahrzeugen ja haben. Von daher geht das Programm jetzt gleich weiter. Ein Hinweis möchte ich am Ende nochmal geben, nämlich auf das Bündnis Mobilität tatsächlich, wo wir jetzt ein Jahr lang auch die Kommunen, der Bund und die Länder zusammengesessen haben, neben der MPM und vielen anderen Gremien und uns eben da auch Gedanken gemacht haben, was wir für die Verkehrswende tun können und die Ergebnisse der Arbeit werden um 16:45 dann eben von unseren Präsidenten und so weiter vorgestellt. Das vielleicht noch als Programmtipp und beste Grüße aus Berlin und vielen Dank an alle nochmal fürs Dabeisein. Tschüss.